Sie sind hier, 29. Dezember 2018, 18.10 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Leonhard Pföderl und seine Ice Tigers stehen im Halbfinale des Spengler Cups. Urheberrecht Getty Images. Freude bei den Thomas Sabo Ice Tigers. Die Mannschaft aus Nürnberg steht nach einem Sieg gegen ein russisches Spitzenteam im Halbfinale des Spengler Cups. Die Thomas Sabo Ice Tigers aus der deutschen Eishockeyliga DEL haben beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos durch ihren ersten Sieg im laufenden Turnier das Halbfinale erreicht. Die Franken gewannen gegen das russische Spitzenteam HK Metallurg Magnitogorsk 3:1, 1:0, 2:1, 0:0, im Kampf um den Einzug ins Endspiel des ältesten Eishockeyturniers der Welt. Am Silvestertag bietet sich Spengler Cup-Debütant Nürnberg gegen das Team Canada am Sonntag 15:10 Uhr die Chance zur Revanche für die 2:6 Vorrundenniederlage am vergangenen Freitag. Im zweiten Semifinale tritt der finnische Top-Club Kalpa Kuopio Hockey entweder gegen den Schweizer Gastgeber HC Davos oder den tschechischen Vizemeister HC Třinec an. Frühe Führung für Nürnberg. Nürnberg, das die Vorrunde durch die Lektion gegen die Kanadier und das vorangegangene 2:3 zum Auftakt gegen Davos als siegloser Gruppenletzter abgeschlossen hatte, ging gegen Magnitogorsk schon in der 5. Minute durch Patrick Reimer erstmals in Führung. Nach dem Ausgleich der Russen zu Beginn des zweiten Spielabschnitts sorgten Brandenburg 27. und Leo Pföderl 29. mit einem Doppelschlag bereits im Mitteldrittel für die Entscheidung zugunsten der Ice Tigers. Von Sportinformationsdienst.